Ich muss schnell wegfahren, die Feuerwehr war vorbei. Hier vorne ist das Tierfachgeschäft. Das du kannst mich alles Mögliche fragen. Solange das nicht in irgendeiner Weise andere tangiert. Nee, alles gut. Ich bin jetzt mit dem Einkauf soweit fertig und ich habe für den Party eingekauft und natürlich auch für uns. Also. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozzog Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal. Als allererstes möchte ich am Anfang dieses Videos nochmal Danke sagen an die überkrassen Livestreams vom letzten Wochenende. Wir haben die Koch-Livestreams auf Colinas Küche gemacht und wir hatten bei der lieben Mira auf dem Kanal am Sonntag den Sonntagspost-Podcast mit euren Fragen, euren Wünschen, unsere Ideen zu Weihnachten, Vlogmas. Wir haben so ein bisschen die Weihnachtsdeko gezeigt, das habt ihr alles schon gesehen. Wie gesagt, also hier sind diese ganzen Kalender und ich möchte nochmal ganz kurz die Weihnachtsmänner zeigen, die sind übelst cool. Das sind die, die wir im Stream erwähnt hatten von Galeria Kaufhof. Die sind in der Detailgetreuheit, also wenn ihr euch den anguckt, der sieht einfach mega süß aus und ja, ist ultra cool und ultra fresh in verschiedenen Farben, in Gold, in Rot, in Bordeaux, in Silber. Ja, einfach mega, mega, mega cool. Und da freut sich die Mira da besonders drüber. Es ist eine neue Woche und heute mache ich wieder was, was man außerhalb der Wohnung machen muss, nämlich Dinge wegbringen. Ich habe einmal hier die Rücksendung von einer GoPro. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also hier GoPro muss ich zurückschicken nach Irland, weil GoPro hat sozusagen ihren Hauptsitz in Irland und da muss die GoPro Hero 10, hatte ich im letzten Video thematisiert oder im vorletzten, keine Ahnung, hingeschickt werden. Da habe ich jetzt den Rücksendeaufkleber von UPS und das gebe ich ab, dass die zurückgeschickt wird und ich kriege dann, wie gesagt, eine niegelnagelneue zugesendet. Die kann käuflich erworben werden bei uns auf eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Dann habe ich hier noch das zweite Paket für die Zuschauerin. Und zwar, das haben wir jetzt hier drin verpackt. Ich habe es nochmal abgemessen. Diesmal gibt es keine Fehler bei der Post. Diesmal kann mich keiner anwichsen. 3,2 Kilo, 54er Länge, 40er Breite, 13er Höhe. Ist ein normales Standardpäckchen für 6,99 Euro. Ich habe es auf der DHL-Webseite nachgeguckt. Das ist bis 120 cm Länge sogar möglich und 40 Breite und 40 Höhe. Ja, also ich meine so, es kostet schon übelst viel, aber wir schicken es jetzt los und damit hat sich das auch erledigt. Ja, und dann würde ich sagen, schnacken wir nicht ganz lange. Ab geht's. Ich muss schnell wegfahren, die Feuerwehr war vorbei. Hier vorne ist das Tierfachgeschäft des GLS, aber ich glaube, der ist auch Hermes. Ich glaube, da muss ich das Hermes-Paket abgeben. Und da ist ja, wie gesagt, unsere Postzentrale. Ich habe mich jetzt erstmal hier in die Einfahrt gestellt. Ich denke, ich mache das jetzt erstmal alles schnell fertig und gucke, dass ich das alles abgeben kann. Achso. Sendungsverfolgung sollte ich vielleicht nicht reinhalten. Also das ist das Paket für die Zuschauerin, das ist unterwegs, haben wir gerade abgegeben. Das andere Paket von der GoPro, also der hat hier links nur Hermes, habe ich jetzt gerade gesehen. Ich muss mir jetzt noch ein, ja, UPS, nicht GLS, UPS. Abgabeshop suchen, das google ich jetzt noch schnell raus, damit ich das loswerde und dann fahre ich erstmal zum Fati, denn ich habe wieder eine E-Mail vom Pflegedienst bekommen. Seht aber vielleicht gleich, wenn ich mit Fati das bespreche. Ich bin jetzt angekommen beim, ja, beim Einkaufspark am Kreuzgraben, also das ist sozusagen, da ist der blaue Stern da hinten, also falls ihr mein Video Punk und meine Hut Niederschnauzen noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein, habe ich alles erklärt, was es hier in Niederschnauzen gibt. Hier ist der Pennymarkt, hier ist Earnings Family in Rossmann und hier soll es auch irgendwo jetzt einen UPS-Abgabeshop geben, der soll auf dieser Seite, also da irgendwo sein. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt finde, weil ich habe, scheiße, jetzt habe ich mein Handy im Dings vergessen, da ist noch der Aufkleber drin, einen Moment, scheiße. Da ist also dieser digitales. Oh nein, jetzt hört sich alles runter. Oh nein! Ach, Mann, ey. Ah. So, jetzt. Ja, gucken wir mal, ob ich den schnell finde, damit ich das Versanddingsbums bestätigen kann. Ja, das hat geklappt. Das ist hier dieses Fachgeschäft der besonderen Art. Also, das ist so ein. Ey, das ist so ein Klimbimladen. Da gibt es ganz viele Sachen, habe ich gesehen. Die haben da Deko, die haben da Weihnachtskarten, die haben da. Spielsachen für Kinder, die haben da, das ist so ein Allzweckladen, so muss ich sagen, das ist voll krass, die Verkäuferin, also die, ich glaube es ist auch die Chefin, also die sitzt da alleine in ihrem Laden, das war schon sehr, 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 sehr stylisch, also fand ich cool und dazu, die haben so große, ich mag ja diese großen Glasvasen und Glasauffangbehälter, die haben so eine riesen Vase da gehabt für 47,50 Euro, ja, also liebe Dame, falls Sie mal mein Video hier sehen,
Vielleicht komme ich nochmal wieder und kaufe die, ja? Freut mich. Hat mir ja gerade sehr viel Freude bereitet, in diesem lustigen Laden rumzulaufen. Und ich bin mein UPS-Paket losgeworden und habe eine SMS-Bestätigung bekommen, dass es auch abgegeben wurde. Du kannst mich alles Mögliche fragen. Solange das nicht in irgendeiner Weise andere tangiert. Nee, alles gut. So, ich bin beim Fatih. Wir haben jetzt erstmal uns um die Problematik mit seinem Handy. Gib mir mal dein Handy, Fatih, bitte. Gekümmert. Fatih meinte, sein Handy wäre kaputt, ja, aber weil ich wieder zu dämlich war. Nee, alles in Ordnung. Das Handy funktioniert. Es ist 6 neue Nachrichten sind da drauf. Das hatte sich selbst ausgeschaltet gehabt, weil der Akku zu weit runter war und jetzt hatten wir es nicht rechtzeitig neu gestartet und Fatih dachte zuerst, es würde nicht mehr laden. Ja. Aber jetzt geht alles und jetzt haben wir aber erstmal 20 Minuten den PIN-Code von der SIM-Karte gesucht, haben wir aber gefunden. Und Fatih kann jetzt wieder mit dem Handy telefonieren. Das ist ja wichtig für dich, richtig? Ja, ganz wichtig, ja. Ja, wenn ich habe ja meistenteils das Dings in der Tasche. Das heißt also, dass du dann Hilfe rufen kannst. Dass ich jemanden und deswegen, weil das nicht ging und ich das nicht gewusst habe, dass hier unten auch noch ein Schalter ist, wozu der gut war. Naja, das, jetzt weiß ich das. Und jetzt passiert mir das auch nicht mehr. Alles gut. Ja, wie gesagt, ich habe dem Fatih jetzt geholfen und als nächstes machen wir den Einkauf. Fatih hat auch schon gefrühstückt, aber er sieht wild um den Kopf herum aus, hat er ja gesagt. Er möchte frisiert werden. Fatih, wir machen das so, ich komme diese Woche noch mit der Anita vorbei und dann kommen wir mit der Haarschneidemaschine und machen... Ja, und Anita möchte bitte die 04 nicht vergessen. Das merke ich mir. Das hast du jetzt ins Video reingesagt. Ja. Und dann merke ich mir das und dann bringen wir dir das mit. Wunderbar, sehr schön. Das ist das Krankenhaus und da hinten in dem roten Backsteingebäude ist der Chirurg. Ich war jetzt extra in der Chirurgie vom Fatih, weil die Mitarbeiter dort nicht ans Telefon gehen. Dann hat sie sich aber bedankt, dass ich vorbeigekommen bin, denn es ist wieder irgendwas, das kann man sich wieder nicht erklären. Also, wir haben ja jetzt schon November, das heißt... Im Oktober war Quartalswechsel und es hätte die Chipkarte für die Überweisungen gelesen werden müssen. Eigentlich soll der Pflegedienst das machen für den Fatih, weil dafür bezahlen wir eine Servicegebühr von 15 Euro. Das wurde aber nicht gemacht und der Arzt möchte aber den Fatih selber nochmal vorstellig sehen. Wir haben jetzt für übermorgen einen Termin bekommen. 8.30 Uhr soll der Fatih vorbeifahren und dann soll er sich dort untersuchen lassen. Das bringe ich ihm mit, weil ich bin jetzt, ihr müsst euch vorstellen, ich habe vorhin eine halbe Stunde, als ich beim Fatih gesessen habe, versucht die Arztpraxis anzurufen, es geht aber keiner ans Telefon. Und jetzt ist die Mitarbeiterin vor Ort, die ist extrem gestresst, weil da 100 Leute vor der Praxis sitzen. Die war jetzt doch sehr dankbar, dass ich vorbeigekommen bin und hat mir jetzt diesen Zettel gegeben. Und jetzt werde ich als nächstes den Pflegedienst informieren, dass es diesen Termin gibt. Ich screenshotte den nächsten Termin und sagt ihnen, die sollen bitte jetzt die Füße stillhalten und sich erstmal geduldigen und am Mittwoch fährt der Vater dahin und dann passt es und dann wird es alles gemacht. Kann man sich wieder nicht erklären, wie so viel schief laufen kann. Aber ich weiß auch nicht, warum sich der Fadi da selber nicht drum kümmert. Das ärgert mich halt auch wieder an der Stelle, aber ich rede dann gleich wieder mit ihm. Ich mache als nächstes den Einkauf bei Kaufland und dann schauen wir mal weiter. Ihr hattet mich ja gerade eben noch beim Arzt gesehen, beim Fadi, und als kleiner Update vom Blog. Es gibt heute und morgen noch, also ich weiß jetzt nicht, ob der Vlog oder der Food Review auch früher online sein wird. Ich denke, der Food Review wird früher online sein. Im Doppelpack-Menü von McDonald's. Richtig krass neue McDonald's-Socken. Und zwar diese hier als Spoiler. Mit Coca-Cola-Logo. Richtig cool, richtig nice. Kann man sich gut geben. Dazu musste man natürlich ein Doppelpack-Menü kaufen. Ich habe ein Doppelpack-Menü gegessen und habe auch ein Food Review, wie gesagt, dazu gedreht. Falls es schon online ist, seht ihr es. Oder kommt dann nach diesem Vlog. Je nachdem, wie ich es hochgeladen habe. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall da noch mit reinschaut. Ich bin jetzt mit dem Einkauf soweit fertig und ich habe für den Fatih eingekauft und natürlich auch für uns. Also diese Tasche ist für den Fatih, da sind seine Sachen drin, so mit Kellogg's Cornflakes und Brombeeren und hier so ein Limburger Käse. Ekelhaft. Das Zeug stinkt massiv. Ich weiß wirklich nicht, wie man Limburger Käse essen kann. Eklig. Ja, und für uns halt ganz normal, so Kaffee, Eier, Möhren. Ich habe Soba-Nudeln wieder entdeckt. Die gab es diesmal bei Kaufland im Angebot. Deswegen habe ich mir noch 2 Pakete Soba-Nudeln mitgenommen. Freue ich mich sehr drüber. Aber den ganzen Foodhall seht ihr wie immer bei uns bei Colinas Küche, wenn die Mira den abgedreht hat nachher.
So, oh, was ist das denn? Hier ist irgendwas draufgelaufen. Was ist das denn? Egal. Also, ich bin jetzt beim Fati fertig und habe ihm jetzt seinen Einkauf nach Hause gebracht. Es war jetzt noch ultra wichtig, dass ich jetzt gerade noch bei dem Krankentransport angerufen habe, damit es am Mittwoch mit dem Termin klappt. Ich habe zum Glück den gleichen Krankentransport angerufen, der ihn schon mal in die Klinik gefahren hat, als er mit seinen Rücken doch so Schmerzen hatte mit den Spritzen. Die haben jetzt die Daten nochmal aufgenommen und haben auch für Mittwoch, vorgemerkt, dass der Vater abgeholt werden muss und allem drum und dran. Und ich sollte denen jetzt noch eine Kostenübernahme zuschicken. Wir haben ja zum Glück von der Krankenkasse so einen Brief bekommen. Da steht drauf, dauerhafte Fahrtkostenübernahme bis zum 31.12. diesen Jahres. Bedeutet natürlich, jo, wunderbar, alles klar, das machen die. Ich schicke denen das halt noch per Handyfoto zu und dann hoffe ich, dass die keine Faxen mehr machen. Und dann wird der Vater am Mittwoch abgeholt, fährt zum Arzt, macht seinen Termin, dann wird die Chipkarte gescannt beim Chirurgen Hans Wursti und dann ist auch der Pflegedienst wieder zufrieden und dann habe ich, glaube ich, erstmal alles wieder erledigt für dieses Quartal, weil Chipkarte muss ja zum Glück nur einmal alle 3 Monate gescannt werden, dass das halt vorangeht. Und ich schreibe dann jetzt gleich nochmal eine E-Mail auch an die Leute vom Pflegedienst, dass die halt ansonsten bitte die Chipkarte einfach mal mitnehmen sollen, weil dafür bezahlen wir ja schließlich eine Gebühr, dass die Einlesung bei den Ärzten für die Versorgung der Medikamente erledigt wird. Dafür bezahlt ja der Vati die Leistung. Ja? Gut, okay. Also ich mache mich auf jeden Fall jetzt auf den Rückweg. Und heute sehr ungesunder Tag, ich war noch bei Kentucky Fried Chicken, denn die haben so einen neuen Chicken Cheese Wrap im Angebot, also eine Food-Neuheit, muss ich natürlich auch noch einen Food-Review zu drehen. Das heißt, den mampfe ich gleich zu Hause, da nehme ich aber wieder beide Kameras. Und dann mache ich auch wieder schöne Nahaufnahmen, weil bei Food-Neuheiten, da bin ich am Start. Ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen und ich habe schon mal die erste Hälfte des Einkaufs hochgetragen. Aber die Mira, die muss den Food-Haul gleich dazu drehen. Was hast du heute gemacht? Während ich nicht da war, du hast hier gekocht. Sehe ich, hier ist die Kamera auf den Thermomix. Ich habe den Hummus gemacht, den du wolltest. Ah, hast du Hummus-Rezept gekocht? Ja. Das finde ich sehr gut. Ja. Wie schmeckt der? So wie Hummus halt schmeckt, ist jetzt nicht mein Lieblingsaufstrich, also ich esse den nicht. Achso, ich mag das aber, Kichererbsenaufstrich, schmeckt ganz gut eigentlich. Ist im Kühlschrank und ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt. Das ist sehr, 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 sehr cool. Ich habe auch 2 Wäsche gewaschen. Das ist ganz, ganz, oh, wunderbar, freut mich. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ja, ich war heute wieder viel unterwegs. Die Sachen sind jetzt erstmal alle geklärt. Fati hattet ihr gerade mitbekommen. Das heißt, wir hoffen, dass am Mittwoch alles funktioniert. Und ja, mit diesen Infos möchte ich mich dann nur noch von euch aus diesem Vlog verabschieden. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ich war heute wieder den ganzen Tag unterwegs. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr irgendwas kommentieren wollt, kommentiert irgendein Emoji. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Und dann weiß ich nämlich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und falls ihr noch kein Abonnenten meines Kanals seid, kommt wie immer am Ende die Aufforderung. Lasst doch jetzt noch ein kostenfreies Abo da. Würde mich supporten, würde die Mira supporten, würde den Fati sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao. Ciao.